Digga, was ist denn los? Komm her. Komm. Du kannst nicht selber lachen. Nö. Ihr kennt halt. Da ist was. Das ist echt fleißig da. Respekt. Aha. Das hat 10 Schnur. So, herzlich willkommen zum Fahrvlog 107. Heute ist Montag, was ist heute? Ich glaube der 9. Ja, letzte Woche war so wenig los. Mit uns war nicht viel los. Und in der Hanna bloß absoluter Notbetrieb halt gefahren und bloß Nötigste gemacht. Stall, füttern und Sach und nichts Besonderes. Sogar die Abmoderation war auch schon nicht mehr drin. Einfach war einfach nichts los. So, deswegen ist das Video. War jetzt besonders unterhaltsam, aber ja, so ist halt leider. Ab und zu gibt es halt auch mal eine Woche, wo gar nichts läuft recht. So, jetzt gucken wir mal, was die Woche läuft. So viel auch nicht. Ein paar Sachen haben wir vor, mal gucken. Also mir geht es langsam besser. Also mir geht es um einiges besser im Klaus und Susanne. Aber halt fit bin ich auch nicht, weil ich das jetzt sage, komm, jetzt reißen wir mal was, jetzt mach ich mal was. Das ist auch noch nicht drin. So, jetzt muss ich erst mal Radlader holen und Silo aufdecken. Oder du jetzt bloß schön aufdecken und dann Futter fahren, weil die Damen haben nichts mehr. Gell, weißt du? Nee, ich hab ja schon ein paar Mal gezeigt, was so dumme Segel mir im Stall haben. Weißt du, da liegt man da draußen, obwohl man eigentlich frisch gestreute Liegebuchte hat. Oh ja. Ja, wie man sieht, Silo ist auch nicht mehr viel da. Oder mehr viel, also es reicht schon noch ein paar Wochen. Aber das ist gefühlt schnell gegangen, aber mal gucken, ob wir das aufgemacht haben. Hat es dann doch gelangt. Kobo oder Arbeit. Leer. Hör mal weg, komm. Na gut, ey. Aha. Schon das hat 10 Schnur. So. Das da sind jetzt 3,3 Tonnen Futter. Perfekt gleichmäßig verteilt. Und auch so nah gefahren, dass sie nicht so viele Stall einschaffen können. Das heißt, dass da hinten ein bisschen noch von der Mauer was zum Säen ist. Gell? Und da muss ich halt am Mittag ein bisschen noch gabbeln. Ja. Dieser Haufen hier wird auch mal kleiner. Und wie man hört, Katze Viecher. Was die wohl da machen? Oh Mann. So, jetzt bin ich ein bisschen am Flügen. Da haben wir im Herbst Mist drauf gefahren. Und so, wenn ich denke, ja gut. Solange das Wetter noch stabil ist, können wir am Acker noch was schaffen, weil morgen bringt es schon wieder Regen. Nicht gerade wenig. Und ja, ich muss da ein wenig den Acker umbrechen. Wir haben am Flug das fünfte Schar weggeschraubt.
weil das da hinten ist der Acker mit dem niedrigsten Boden rumhin, also das ist halt schwer und ja, einfach nicht so gut wie andere. Also weil es ja so, wenn es trocken ist, kriegt der als erstes kein Wasser mehr, die Pflanze. Und ja, das ist halt das Problem, ich könnte auch so umschaffen, so wird es auch länger, aber man schafft dann doch nie oder so mit auf und unter. Das schafft man eigentlich auch nicht. So, am letzten Schar ist natürlich auch das Scheibensäge, so eine Schneidscheibe, dann den Boden ein wenig aufschneidet, so tief ungefähr. Dann kann das letzte Schar die Erde rumnehmen und man hat eine schöne, klare, saubere Kante. Die haben wir natürlich jetzt nicht, weil das Scheibe sich weg ist. Aber es funktioniert trotzdem. Natürlich beim Pflügen immer Allrad, Differentialsperre, volle Programm. Und es ist grenzwertig hier vom Feuchten her. Ja, das eine Rad läuft auf der Furcht, das andere auf dem Boden. Da ist noch ein bisschen dreckig. So. Aber es funktioniert trotzdem. Die Schwader waren schon schwer dreckig. Mehr oder weniger, die werden wahrscheinlich genauso schwer dreckig sein, aber sind es. Also, die stehen auf einer dunklen Halle, weißt du, das ist nicht so arg nah. Schlepper sind auch schwer dreckig. So, vielleicht haben das gesehen, die Kamera ist nach unten gerutscht. Mit dem Maschinenreiniger kriegt man es einigermaßen sauber. Dann haben wir jetzt bloß mal vorgewäscht, Schlepper auch bloß grob vorgewäscht. Und der Klaus hat dann hier ein bisschen mit der Bürste putzt. Müssen wir alles da auch noch machen. Und dann ist zumindest mal der Schwader sauber. Ja, jetzt bin ich nass geworden. So, und dann kann der in die Halle, kann man abschmieren und dann seinen Platz wieder nachstellen. So wie der andere auch. Und dann kommt halt der Schlepper nochmal feinschliff sozusagen.
von hinten. Der Ganze ist vor einer halben Stunde schon im Radlader losgefahren. Da ist er. Okay, gut. Ja, weil wir müssen dringend mischen. Weil wenn die jetzt trinken wollen aus dem Ringgebäck, ist es so, wenn sie aus dem Bach saufen werden. Die müssen eigentlich weiter runter, wie sie eigentlich standen. Ja, weil wir einfach nicht alle fit waren oder gesund sind. Also schlechter. Ja, der Karre riecht aber mehr Holle, weil das sieht einfach nichts mehr. Und zu viel Gas geben will er ja auch nicht, weil sonst erkennst du die Rauchfahne schon von 2 Kilometer Entfernung. Müssen wir auch was machen. So, jetzt mach ich vorbei. So, und hinter den Hänger dran. Und auf dem Hänger sind Schaufel, Gabel und Schubbäse. Muss man halt, ihr seht es noch, ich zeig's einfach dann. Offen das Stroh von der einen Seite rausholen können und dann kommst du halt mit dem GT immer richtig schlecht nach, mit dem Klick, im Radlader halt ziemlich gut. Und ja, das ist jetzt unser Plan. Von der 39er, da fahren wir wieder raus, war wichtig. Oh, da haben wir zwei unterwegs. Eieieiei. Einfach ein schönes Schnäpperle. Echt fleißig da. Respekt. Die armen Tiere. Sind alle am Sterben. Hä? Bei Händen noch ein Futter. Nur das still. Weil die Brille gern einfach bloß rum. So, weil der nicht ganz noch mischt, da haben wir erst letztens hinter noch links, also im Beutebuch da einen Balken reingemacht als Erhöhung, dass da nicht so viel Druck aufs Tor kommt. Und da erkennen kann, ist halt jetzt der Mist so hoch wie dein Gebäcker. So, der Django, der Hummel, der können bald langsam da. Ah, der kann ja locker übers Brett steigen. So, jetzt muckst du gerade. Ey, was ist denn los? Kerle, komm her. Da fehlt eh eins. Wahrscheinlich sind sie auch schon mal drüber gerumpelt und haben dann. Ja. Digga, was ist denn los? Komm her. Komm. Ist gar nicht so dumm gucken. Ja, hä? Kerle, beruhigst du dich mal wieder. Ist gar nicht so rumstinkern. Ja, hä? Weil eigentlich ist es ein Braver. Also wenn irgendwas anders ist. So, na spende halt. Selbst wenn jetzt ein fremdes da ist, na, tut er halt so rumschnauben und ein bisschen Theater machen. Also eigentlich will er bloß seine Herde beschützen. So. Und jetzt mir halt kommen und nicht genau weiß, wer da ist, dann macht er halt ein bisschen Theater. Streichelst ihn geschwind, sagst Hallo und hat sich ja wieder beruhigt. So. Wird man jetzt das alles irgendwie mit auf Hänger laden und fortfahren oder gleich fortsteuern, weil das heute Tagesgeschäft wirklich den ganzen Tag beschäftigt. Aber dann nehmen wir es einfach dahin in der Silo rein. Das heißt, der Weg vom Tor bis dahin her ist genau der gleiche wie auf der Wagenhof. Bloß müssen halt nicht warten, dass man, bis man wieder zurückkommt vom Abladen. Heißt, wir müssen eigentlich recht zügig gehen. Was schätzen wir pro Abteilung? Sind es circa normal 3 Wege. Ah, jetzt eher 4 auf jeden Fall. Das heißt, wir werden jetzt hier bei 12 Wegen mischt auf jeden Fall, was da drinnen hockt. Und kriegt man, denke ich mal, zügig weg. So, jetzt steht hier der Wagen im Eck. Hier die Lüge ist absolut höchst professionell verbarrikadiert. Da hat kein Viech die Chance durchzukommen. Ne, mein Ernst, also die kommen wahrscheinlich innen durch der Hanne. Aber ja. Aber nur das halt nochmal eine optische Barrikade ist. Und das geht eigentlich sogar. Ich will nicht selber lachen. Nö. Ich schon. Und dass sie halt dann da nicht so viel vertrampelt, können sie dann da neu. Nehmen wir High. Ja.
Der Klaus hat sich auf einen längeren Weg eingestellt. Hat Wegproviant dabei. Kit. Rinder und der Bulle sind draußen. Jetzt kann ich hier ordentlich mal aufladen wieder. Beinhändig ein bisschen schwierig. Aber ist ja so wie immer eigentlich. Aufweichen, was geht. Das ist gerade eine schlechte Schaufel. So, Kacke. Hier kann ich per Knopfdruck die Richtung wechseln. Ist egal. Weil wenn ich jetzt normal fahre, brauche ich das Ding gerade nicht loslassen. Kann einfach dann am Hebel entspannt Richtung wechseln. Hier ist aber Anzeige für die Fahrtrichtung. Guck. So. Jetzt fahren wir da rein. Und gerade einfach abtippen. Halt. Bitte mal kommen. So wäre das. Und das war auch nicht mal der Sinn. Schnell. Weil ich da drüben nicht reinkomme, weil einfach da oben der Balg ist und der Radlader zu hoch ist, muss ich jetzt mit dem GT der Hanna die Sache ausarbeiten mit den Kippen, dass ich dann mit dem Frontlader dann voll wegfahren kann. Ja, wäre geschickt, wenn es der Radlader tragen könnte, aber geht nicht. Der GT passt auch gerade so unter durch. Wie man sieht, ist halt recht leicht, der Misch recht zäh. Die Geschichte, da vorne ist auch Fudo, also noch viel längeres Zeug dabei. Ja, schwierig. Ja, sieht man, da kommt kaum vom Fleck, rutscht bloß rum. Alles ärgerlich. Und der Mischthaufen, den ich gemacht habe, der ist schon gewaltig. Nur von dem einen Stall, ja. Sagen wir mal so, so viel ist ja nicht der Plan, dass wir das immer so hochfahren lassen. Das war halt jetzt in dem Fall so. Weil wir so lange krank waren und auch Weihnachten war und Sachen und hast halt auch was nicht gemacht. Und hast du halt auch noch gekauft, da kommt ein Frost, da können wir auf den Acker gleich fahren oder so, aber gerade sieht es gar nicht aus nach Frost. Eher nach Frühling im Januar. Wir sind noch nicht fertig. Wir haben mal da haben wir die. Ja, nehmen wir eine gute Trennung auf. Also dann sieht man mal, was für ein riesen Berg Mist da drinnen war. Beziehungsweise ich. Ja. Da glaube ich noch ein bisschen rausschaffen, so die Hälfte von dem Sach haben wir vielleicht schon. Ja, in der Schau nichts haben wir dran mit dran. Ja, in der was gefressen. Ja, jetzt kommt der Chef. So ein Zickel. Schon mal. Na ja, klar. Sei hinter Cashboard. Und es war auch klar, dass man bloß rein und raus. Und es war auch klar, dass man bloß rein und raus geht. Jetzt halt doch mal den Gosch. Säckel. Sau in Sau hinter schon ausgehängt. Oh, Viecher, ihr kennt es halt. Ihr kennt es halt. Ja, du darfst jetzt gleich oder nein, Django. Ja, jetzt ist 4:30. Wir sind endlich fertig. Gleichzeitig ein riesen Berg oben. So. Gleich aufschneiden. Also.
So, jetzt sehen wir mal, wie hoch der Mist war. Trinken war ziemlich eben. So, alle wieder drin. Es scheint zu gefallen. Und noch, wenn wir gehen, liegen sie alle dran wahrscheinlich. So, und jetzt hier noch schnell Rohr und Diele noch, damit sie nicht so doof ertrinken. So, wir haben jetzt den Hof geputzt. Also diese grobe Dreck zusammengeschoben. Jetzt tröpfelt es gerade wieder. Lassen wir es noch ein bisschen einweichen. Dann werden wir noch heute Mittag nochmal den Schlepper und den Radlader rumfahren. Nochmal kurz putzen. So, und jetzt sind wir schon jetzt mit dem Radlader. Das ist immer einfach. So, ja, man sieht es nicht ganz. Der Karre ist jetzt eigentlich recht schön sauber. Und ich bin noch recht gestrig. Ist noch auf dem Polterabend. Und aber ich muss auch noch was richten, weil heute haben wir ja Christbaum einsammeln. Wie letztes Jahr auch. Ich zeige euch nachher noch, wie das ungefähr aussieht. Nämlich hier haben wir ein Malheur. Dann machen wir mal das Licht an. Warte, das ist das alte Licht. Das war halt komplett hey. Da ist noch fehlen ein paar Teile schon. Jetzt habe ich da einfach ein neues noch gemacht. Oder bin am Neumacher. Das Dumme ist halt, dass manche Kabel, wie zum Beispiel hier die Massekabel, vorher musste das da unten hin und jetzt muss es da oben hin. Jetzt muss ich halt irgendwie versuchen, das einfach zu verlängern. Das funktioniert. Das einfach. Tut. So. Ja, das ist jetzt mein Geschäft. Mein Licht funktioniert. Beim sind da und die laden. Also, gucken wir mal, was wir noch bringen. Und danke fürs Zuschauen. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ade.